was ist denn jetzt los? Wow! Ach so. Start frei für die Expert-Mission 2013. Jede Woche aufs Neue und immer Experten günstig. Das Expertenangebot der Woche. Expert macht glücklich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Schwere Verletzungen erlitt ein 18-jähriger Fahrer eines Seat Arosa gestern Abend auf der Kreisstraße 32 bei Ellerndorf. Der junge Mann war gegen 22 Uhr laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf eisglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Die ehemalige Diabetesklinik am Bad Bevenser Klaubo steht kurz vor einem Inhaberwechsel. Wir stehen in Verhandlung, bestätigt ein Sprecher der Summit und Partners GmbH. Die Kölner Unternehmensgruppe hatte das Gebäude, das 2002 geschlossen wurde, 2007 gekauft und nach einem gescheiterten Projektversuch sich selbst überlassen. Weitere Hintergründe morgen in der AZ. Eigentlich war es erst zu Ostern erwartet worden, doch das kleine Lamm in der Heidschnuckenherde im Museumsdorf Hössering hatte es offenbar sehr eilig. Das weibliche Tier erblickte bereits jetzt das Licht der Welt. So zeitig im Jahr gab es im Museumsdorf noch nie Nachwuchs. Wegen der Kälte hatte das Muttertier für die Geburt unter einer großen Kiefer Schutz gesucht und ihr Lämmchen ganz ohne menschliche Hilfe zur Welt gebracht. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Die Temperaturen steigen weiter, es bleibt jedoch meist bewölkt, das sagt unser AZ-Wettermann Zaki. Die Höchstwerte betragen am Tag 9 Grad, in der Nacht sinkt das Thermometer auf 2 Grad. Das war AZTV für heute, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder. Hä? Was ist denn jetzt los? Wow! Ach so! Start frei für die Expert-Mission 2013! Jede Woche aufs Neue und immer Experten günstig! Das Expertenangebot der Woche! Expert macht glücklich!